alles okay. Wir haben es immer noch in den eigenen Händen. Elendenoptimist. Ja nein, aber was soll ich sagen nach einer 0-10 Niederlage gegen Kanada? Ja nun, bringen wir es hinter uns der Vollständigkeit halber, müssen wir den Match nochmal aufrollen und da kommen alle 10 Goal im Schnelldurchlauf. Aber die Startphase ist schon einmal sehr anstrengend. Auch hier bringt man die Scheibe nicht raus. Dafür die Kanadier rein. 1-0. Und hier die Chance und das Tor. Dylan Cousins 2-0. Byfield. Da wieder viel Platz. Und das ist dann die Folge davon. 3-0. Jacob Beltier. Das ist Suzuki. Und der kommt noch einmal an die Scheibe. 4-0. Aber natürlich jetzt schon ziemlich schwierig, das zu erreichen. Und jetzt wird es noch schwieriger. 5-0. Und jetzt aber ist die Scheibe drin. Also da passiert es doch noch. Quinton Byfield. Hier kommt wohl der Nächste. Jawohl, das ist sogar auch gleich der Treffer zum 7-0. Und er ist es wieder, Quinton Byfield. Dann Perfetti. Nächstes Tor. 8-0. Nächstes Tor, 9-0. In der 54. Spielminute. Und dann ist das Stangeli perfekt. Jacob Pelletier, auch er trifft zum zweiten Mal. Die Kanadier haben uns schlicht und einfach überfahren. Und so hart es jetzt tönt, aber wir sind einfach chancenlos gewesen. Ja, und es ist einfach ein krasser Niveauunterschied. They're faster, they're bigger. Ja, Volvo ist gut, wir wissen es. Ja, aber es ist jetzt halt einfach so. Und das haben wir letzte Nacht noch mal so richtig zu spüren gekriegt. Die Kanadier sind besonders in diesem Jahr ein hochtalentiertes Team. Ja, und da kann unsere Mannschaft auch nicht wirklich viel dafür. Und gleich hat man sich zwischendurch mal ein Lebenszeichen gewünscht. Wir verlangen ja nicht viel. Aber ich glaube, den Jungs ist das selber auch bewusst und da müssen wir jetzt nicht so tun, als könnten wir es besser oder als wüssten wir es besser. Klar, die Stimmung an der Pressekonferenz war dementsprechend im Keller. Das 10-0 können wir uns einfach nicht erlauben an einer WM. Das ist eine Blamage für die ganze Schweiz. Wir repräsentieren hier die Schweiz. Wir waren mit dem Tempo von ihnen überfordert. Unser Backmanagement war überhaupt nicht gut, obwohl wir uns so viel vorgenommen haben. Jetzt gegen die Deutschen müssen wir wirklich einfach in der Offensive etwas kreieren, damit wir die Goal bekommen. Auch Deutschland ist stark. Die haben auch sehr gute Spielerinnen. Also am Schluss wird es wahrscheinlich auch da sehr, sehr ein enges und ein knappes Spiel werden. Aber wir haben die Hoffnung und ich bin überzeugt, dass unsere Jungs ihre Niederlage jetzt können sauber wegstecken können. Dass wir vorwärts schauen, weil in knapp 22 Stunden ist das nächste Bulli und dort geht es um alles. Jawohl, wir kommen gerade zum Deutschlandspiel. Zuerst müssen wir aber die Stimmung ein bisschen auflockern. Habt ihr gehört, was der Schiedsrichter beim Böckiwurf gesagt hat? Alright, fellas, stay positive, test negative! Die sind einfach der Hammer. Aber ja, dann bleiben wir positiv. Das Stängeli von Kanada hocken wir ab. Ist passiert, interessiert niemand mehr. Weil, wie ich schon gesagt habe, wir haben es in den eigenen Händen. Und das schon nächste Nacht im letzten Gruppenspiel gegen Deutschland. Also werfen wir hier schnell einen Blick auf die Tabelle. Die Ausgangslage ist klar, wir brauchen einen Sieg und das nach 60 Minuten. Sonst ist die WM für die U20-Nazi vorbei, weil es ja kein Relegationsspiel gibt dieses Jahr. Deutschland ist ja ähnlich gegangen wie uns gegen Kanadier. Die sind sogar mit 2-16 untergegangen. Aber ihr habt es ja mitgekriegt, die haben erst gestern die restlichen 9 Spieler aus der Quarantäne nehmen können und mit dem Overtime-Sieg gegen die Slowakei haben sie sich noch das nötige Selbstvertrauen geholt. Ja, vor allem die erste Linie ist gespickt mit viel Talent. Tim Stützle, Florian Elias und JJ Peterka, das sind die drei, die für 7 Goal zuständig sind von 9, die Deutschland gemacht hat bis jetzt in dem Turnier. Die haben 9 Goal geschossen. Darum die Frage an unseren deutschen Kommentator-Kollegen Christoph Stadler, wie stark sind die Deutschen dieses Jahr? Dieser Kern, der letztes Jahr auch dabei war, das ist schon wahrscheinlich das Beste, was es überhaupt gab und auch die nächsten Jahre geben wird. Es fehlt ja noch ein Seider beispielsweise, der hat jetzt überragend in Schweden gerade spielt. Also es ist schon unfassbar und diese Quarantäne-Geschichte, wenn ihr natürlich 9 Spieler wegfallen, du spielst gegen Kanada mit einem Tag Pause, kannst mal einen auf den Deckel bekommen. Also ich habe jetzt nicht mit einem hohen Sieg für Deutschland gerechnet. Fürs Spiel gegen die Schweiz, da sind wieder einige mit dabei, also mehr mit dabei. Die wurden jetzt gegen die Slowakei noch nicht eingesetzt, wegen diesem Return-to-Play-Protokoll. Also geht man auf Nummer sicher, aber es könnten nochmal 5 Spieler dazukommen. Ob die dann dabei sind, das klärt sich vor dem Spiel. Aber das schaut dann wieder nach einer Eishockey-Mannschaft aus. Das ist schon mal die gute Nachricht für Deutschland. Ja, also, die Deutschen werden top motiviert in das Spiel gegen die Schweiz. Und für uns heisst es jetzt einfach All-In. Wir haben genug Qualität, um das Spiel zu gewinnen. Jetzt heisst es kämpfen und schiessen, schiessen, schiessen. Ja, wir kommen noch schnell zu Highlight of the Night.
So, schauen wir mal ganz genau her, wie der Matthew Boldy das 7:0 gegen die Tschechen macht. Und mögen wir euch noch erinnern, wie der Elmar Söderblom für Schweden vor ein paar Tagen genau das Gleiche gemacht hat. Verblüffend, oder? Und ja, ich könnte mir vorstellen, bei den Tschechen wird das Boxplay nochmal genau angeschaut vor dem Spiel gegen Österreich. Kommen wir noch schnell zur Resultatübersicht. 7:0 zwischen den USA und Tschechien, das andere Resultat ignorieren wir. Und Russland gewinnt 7:1 gegen Österreich. Der Aufsteiger Österreich also mit dem ersten Turniergoal, sie haben jetzt gleich viel Goal wie wir. Nein, los jetzt, Freunde. Heute Abend gegen die Deutschen ein kleines Finale für uns. Wir wollen im Viertelfinal ab 23:55 sind live mit dabei auf MySports One. Ich hoffe, wir kriegen noch ein bisschen etwas zu sehen von dieser Schweizer U20-Nazi. Machen Sie gut, einen schönen Tag.